Los geht's mit Marc-André Kruska. Letzte Woche noch Gegner im Testspiel beim SC Paderborn. 2005 erzielt er sein erstes Ligator noch in Diensten der Borussia gegen Hansa Rostock mit 17 Jahren und 327 Tagen. Und von so einer Hütte kann manch alter Haudegen nur träumen. Premiere mit 80 Metern Anlauf. Am 1. April 1995 sprintet Ibrahim Tanko allen davon. 17 Jahre und 250 Tage jung, aber im Abschluss ganz abgezockt durch die Hosenträger. Uerdingens Keeper Bernd Dreher kommt es vor wie ein schlechter Aprilscherz. Für Tanko ist es Platz 4 in unserer Hitliste. Nur 6 Tage jünger bei seinem ersten Tor war ein gewisser Lars Ricken. Wir schreiben den 11. März 1994. In seinem erst zweiten Bundesligaspiel überhaupt erzielt Ricken kurz vor der Pause die 1:0-Führung. Der erste von insgesamt 49 BVB-Treffern im deutschen Oberhaus. Auf der 2 finden wir Christian Pulisic, der uns in dieser Woche mit seiner Vertragsverlängerung erfreut hat. Im April 2016 begeistert der US-Boy mit dem Dosenöffner gegen den Hamburger SV. 17 Jahre und 212 Tage jung, jubelt aber bereits wie ein ganz Großer. Ein Rekord für die Ewigkeit? Mit zarten 17 Jahren und 82 Tagen ist Nuri Sahin der jüngste Torschütze der gesamten Bundesliga-Geschichte. An diesem 26. November 2005 beweist Nuri seine bis heute brillante Technik. Bei der Ballverarbeitung, dem Torabschluss und sogar beim Jubeltänzchen.